Und jetzt? Bezahlter Patriotismus. Warum der Hymnenprotest afroamerikanischer Sportler die USA spaltet und in den Profiligen immer weniger Unterstützung erfährt. Eigentlich ging es doch um Polizeigewalt. Oh my God, please don't tell me he's dead. Um Polizeigewalt und um Rassismus. Im Land der Freien. Heimat der Tapferen. Um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren, blieb Footballer Colin Kaepernick vor gut einem Jahr bei der Hymne sitzen. Kaepernicks Protest verurteilten Fans als unpatriotisch. Es verärgerte sie so sehr, dass viele seine Trikots anzündeten. Doch Kaepernick machte weiter, kniete bei der Hymne und immer mehr machten es ihm nach. Eine Provokation, auch für den Präsidenten. Somebody disrespects our flag. To say, get that son of a bitch off the field right now. Out, he's fired. He's fired! Dass Trump im September Spieler als Hurensöhne beschimpfte, vereinte die Liga. Selbst konservative Teambesitzer gingen öffentlichkeitswirksam mit auf die Knie. Allerdings bevor die Hymne erklang. Doch Trump ist eigentlich gar nicht das Thema, meint Gerald Early, Professor für afroamerikanische Wissenschaften an der Washington University in St. Louis. Trump ist ein Phänomen des Augenblicks. Er ist gekommen und wird irgendwann gehen. Aber er hat wohl keinen wirklichen Einfluss auf die grundsätzlichen Probleme. Diese Probleme können gelöst werden, egal ob Trump Präsident ist oder nicht. Die Basketballliga NBA hatte derweil ihrerseits darauf hingewiesen, dass laut Regelwerk ihre Profis bei der Hymne stehen müssen. Ansonsten könnte es Strafen geben. In dieser Woche ist die NBA in die neue Saison gestartet. Im konservativ geprägten Dallas fragen wir am Freitag vor einem Spiel Fans nach ihrer Meinung. Das ist absolut scheiße, dass die Spieler bei der Hymne knien. Ich bin beim Militär, habe gesehen, wie Menschen für dieses Land gestorben sind. Die, die sich nicht erheben, sollen zur Hölle fahren. Die Proteste haben doch nichts mit Polizeigewalt zu tun. Geh zur Polizeistation und protestiere. Missbrauche nicht die Hymne. Du kriegst Millionen fürs Footballspielen. Sei stolz auf dein Land. Die Hymne muss immer respektiert werden. Oh, say does that. Der Hymnenstreit hat sich so verschärft, dass nicht mehr nur Kaepernicks Trikots brennen, sondern Footballfans nun Videos produzieren, in denen sie Sachen der Vereine anzünden, bei denen Spieler während der Hymne knien. Es sind weiße Footballfans. Rassismus existiert im amerikanischen Sport. Und das hat eine lange und komplizierte Geschichte. In den Anfangszeiten der vier großen Sportligen in den USA wurden jahrzehntelang nur Weiße in die Mannschaften aufgenommen. Für Schwarze gab es die Negro Leagues. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg für alle geöffnet, gibt es bis heute Vorurteile, Vorbehalte. Viele Weiße haben die Einstellung, dass Schwarze nicht dankbar genug sind für das, was sie bekommen haben. Besonders schwarze Athleten, die durch den Sport zu Multimillionären geworden sind, sind angeblich nicht dankbar genug, was der Sport und das Land für sie getan hat. Im Football und Basketball sind die Spieler mehrheitlich, wie sie in den USA genannt werden, People of Color. Dagegen sind die People of Color gegenüber Weißen auf der Führungsebene, bei Besitzern, Managern oder Trainern in einer krassen Unterzahl. In Sportarten, in denen Afroamerikaner die überwältigende Mehrheit der Aktiven bilden, ist es sehr irritierend, dass sie auf der Management-Ebene nur selten zu finden sind, da kaum zu den Entscheidungsträgern gehören. Und das ist nicht nur den afroamerikanischen Sportlern, sondern allen Afroamerikanern sehr bewusst. The Pittsburgh Penguins. Trump hat vor kurzem den Eishockeymeister aus Pittsburgh, bei dem alle Spieler weiß sind, empfangen.
Der von Schwarzen dominierte Basketballmeister Golden State verzichtete dagegen freiwillig auf einen Besuch. Nachweislich sind es eben vor allem Schwarze, die unter Polizeigewalt und Ungerechtigkeiten leiden. In Washington, auf einer Veranstaltung gegen Rassismus, tritt Ethan Thomas auf, ein ehemaliger Basketballprofi. Schwarze müssen scheinbar jederzeit fürchten, dass Polizeikontrollen eskalieren. Wir hatten schon so viele Situationen, in denen Polizisten vor allem unbewaffnete Schwarze getötet haben. Und wie Colin Kaepernick gesagt hat, gibt es dafür oft keine Konsequenzen. Mein Sohn ist 11 Jahre alt und er sollte denken, dass die Polizei großartig sei. Wenn er mal in Not ist, sollte er eigentlich bei einem Polizisten Hilfe suchen. Aber so sind die Zeiten nicht. Und das können besonders Weiße in den USA nicht verstehen. New York in dieser Woche. Vor einem Luxushotel eine kleine Demonstration gegen Rassismus. Innen drin kommen die Teambesitzer der NFL-Football-Clubs zu einem Meeting. Eingeladen wurden auch ein paar Spieler als Vertreter derjenigen, die sich dem Hymnenprotest angeschlossen haben. Nach stundenlangem Austausch wird eine Annäherung verkündet. Wir haben die Möglichkeit, alle Menschen aus welchen Richtungen auch immer zusammenzubringen. Wir Spieler möchten diese Verantwortung mit und in unserem Land wahrnehmen. Es hat begonnen mit harten Verhandlungen, ein Anfang ist gemacht. Doch wie ernst meint es die Liga? Besitzer, die gerade noch mit ihren Teams knieten, haben nun angekündigt, protestierende Spieler nicht mehr einzusetzen. Wir glauben, dass die Spieler bei der Hymne stehen sollten. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Spiels. Die Teambesitzer fürchten durch die Proteste finanzielle Einbußen. Die Einschaltquoten sind seit Beginn des Hymnenstreits bereits gesunken. Erst seit wenigen Jahren ist es überhaupt eine Pflicht für Footballer, bei der Hymne auf dem Platz zu sein. Bis 2009 waren sie da noch in der Kabine. Patriotisch aufgeladen wurden Sportereignisse in den vergangenen Jahren durch das Verteidigungsministerium, das Millionen Dollar an Profiklubs zahlte, damit die US-Streitkräfte gewürdigt wurden. Ein Senatsreport enthüllte das. Ich und viele Amerikaner sind schockiert zu erfahren, dass die Clubs die Hymne nicht aus freien Stücken und mit gutem Willen würdigen, sondern um Geld zu verdienen. Für die Würdigung unserer Truppen Geld von amerikanischen Steuerzahlern. Auch die NBA erhielt solche Zahlungen. Im Basketball versuchen die Spieler, die laut Regelwerk ja bei der Hymne stehen müssen, mit verschränkten Armen oder gesenkten Köpfen für Gleichheit zu demonstrieren. Doch diesen Freitag hat der Protest auch die NBA erreicht. Die Hymnensängerin Justin Sky geht auf die Knie. Nach dem NBA-Spiel in Dallas erleben wir Freitagnacht, dass jeder in den USA eine Meinung zu den Protesten hat. Für oder dagegen. Ich verstehe, warum protestiert wird, aber es ist nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit. Dann mischt sich plötzlich eine junge Frau ein. Wann ist die richtige Zeit? Wann sollen sie denn protestieren? Nur so gibt es doch Aufmerksamkeit. Wann ist die richtige Zeit? Sie könnten außerhalb der Liga ein Meeting machen. Sie haben Millionen von Twitter-Followern. Wer würde dann zuhören? Wer? Die USA, ein gespaltenes Land. Und Colin Kaepernick, der alles ausgelöst hat, hat diese Woche eine Beschwerde gegen die Football-Liga eingereicht. Kaepernick ist derzeit arbeitslos. Er beklagt, wegen seiner Proteste heute ohne Club zu sein.